Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs und wir sind gerade dabei, uns die ganzen Bedeutsamkeiten oder Markierungen von Bedeutsamkeiten anzuschauen, die HTML bietet. Natürlich nicht alle, es werden noch ein paar Folgen und ich werde dann auch wieder zu CSS überwechseln, hatte ich ja schon versprochen. Aber zweimal zwei haben wir noch. So, einmal der erste Tag ist Small. Da gibt es auch wieder einen Start-Tag und einen End-Tag. End-Tag wieder mit Schrägstrich. Und Small ist nicht so, dass das jetzt eine Bedeutsamkeit widerruft oder sagt, das ist jetzt besonders unwichtig. Moment, es weist auf einen bestimmten Inhalt hin, nämlich zum Beispiel auf ein Copyright oder es ist ein Hinweis oder es ist ein Vorbehalt oder ein Widerruf. Naja, so alles, was so, was man so als das Kleingedruckte bezeichnet auf einer Internetseite. So, wenn jemand so ein Theaterliebhaber ist, dann kann man eben das dieses Small Tag auch damit vergleichen, wenn zum Beispiel ein Schauspieler vom Bühnenrand aus in die Menge spricht und sagt, hehe, das, was jetzt hier passiert, das meine ich gar nicht so. Das ist so eine typische Technik der Komödie, zum Publikum zu sprechen, also im Prinzip die Theaterillusion aufzuheben und zu sagen, ich sage euch jetzt mal, was eigentlich los ist, was die anderen Mitspieler auf der Bühne oder die anderen Figuren auf der Bühne aber gar nicht wissen dürfen. Und sagt dann so, ich bin in Wirklichkeit gar nicht geizig, sondern ich möchte einfach nur dieses Mädchen haben und ich komme am besten daran, wenn ich geizig bin. Also solche Sachen gehören da mit hinein. Das ist so ein bisschen schwierig mit diesen Bedeutsamkeiten, weil jeder Mensch sich da auch etwas Unterschiedliches drunter vorstellt. Aber ich denke, das ist so eine ganz gute Erklärung dafür, wie eben die geistigen Eltern von diesem HTML diese Tags gemeint haben und auch dieses Small Tag, dass es eben ein Vorbehalt, ein Widerruf, ein Hinweis, ein Copyright ist, beziehungsweise solche Sachen, die so beiseite gesprochen werden, wo man so sagt, hey, das gehört hier nicht richtig hin oder das durchbricht eben eigentlich den Rahmen, erklärt aber noch einiges. So, und dazu ist das Small Tag nötig. Die Schrift, wenn ihr das ausprobiert, die wird kleiner ausgegeben. Deshalb, daher kommt auch die Bezeichnung Small. Aber egal, wie ihr das jetzt mit einem optisch verändert, so ob ihr das jetzt groß macht oder ganz klein macht oder gesperrt oder wie auch immer man sich das vorstellen könnte, es wird auf jeden Fall die Bedeutung von Small behalten. Und ich denke, das ist das Wichtige. Also ihr markiert ein Element in seiner Bedeutsamkeit. Gut, das war's für diesmal schon. Ein recht kurzes Video, denke ich. Aber ich denke, ihr seid auch dankbar dafür. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich stelle euch noch ein solches Tag vor. Bis dahin.